Und in der nächsten Aufnahme machen wir dann hier weiter am Hotel. Da haben wir dann auch Besuch. Da wird wieder eine Suite eingerichtet. Und dann haben wir nämlich Zeit, hier unten im Keller weiterzumachen. So. Oh, es gibt wieder einen Haufen Arbeit für die Brennerei. So viel Stein. Ich hätte mir noch eine Schaufel verzaubern sollen, aber ich habe ja keine Punkte mehr. Ja, das ist die normale. Das da. Theoretisch müsste ich mir die ja auch reparieren können, die verzauberten Sachen, ne? Da müsste ich jetzt nur nochmal nachgucken, wie man sich denn so Sachen repariert. Aber ich glaube, das lohnt sich wahrscheinlich nur, wenn man eine richtig geile Verzauberung hat. Gott, ist das ein Unterschied. Ist das eine Steindings? Nee, ist auch eine Eisen. Das ist total der Unterschied. Also ich gucke auch, dass ich die jetzt heute nicht kaputt haue, sondern dass ich mich vorher schlau mache, bevor ich die vernichte, ob ich die reparieren kann. Und wie? Also beim Diamantschwert weiß ich, das kostet, glaube ich, ein Diamant, das zu reparieren. Ich weiß allerdings nicht, wie das beim Eisenschwert ist, ob das auch ein Eisen kostet. Ich könnte das ja theoretisch eigentlich auch einfach ausprobieren, ne? Einfach in Amboss rein und gut. So, jetzt muss ich hier gleich mal ein bisschen Licht hinterlassen. Licht. Und da Licht. So. Huch. Jetzt habe ich schon Löcher in die Decke, weil das so ratzfatz geht. Da kommt man gar nicht hinter. Wieder eins zu viel. So, das hätten wir mal viel früher haben sollen. Ah. So. Ach, hier muss ich ja wieder zumachen, ne? Oder? Warum ist denn das hier so weit? Hatte ich da irgendwie falsch reingebuddelt? Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig. Okay. Erstmal hier. Also wie das hier unten im Endeffekt aussehen soll, weiß ich jetzt auch schon. Das war ja eigentlich noch gar nicht so klar gewesen. Da wir der Idee, also der Gedanke eines Wellnessbereiches ja erst später kam. Das Hotel ja schon fertig war, eigentlich fertig geplant. Aber ich habe das jetzt mal ausprobiert und ja. Hab da eine Lösung gefunden, die mir ganz gut gefällt. Also es wird hier unten auf jeden Fall. Ja, einen Whirlpool nicht. Einen Pool geben, der darf natürlich nicht fehlen. Ein Whirlpool wird es keinen geben, der passt leider nicht mehr rein. Der eigentlich eher erst vor so Art, ja, kleine Whirlpools zu machen, so ein paar mehr. So, ja, Jacuzzi-mäßig irgendwie. Und es hat aber irgendwie nicht so ganz hingehauen und nicht gepasst und das sah irgendwie blöd aus. Und jetzt habe ich mich für einen Pool und eine Sauna entschieden. Und ja, so einen Ausruhbereich.
Ich denke, das ist ganz okay. Das kann man so als ja, Wellnessbereich, Erholungsbereich, würde ich sagen, so gelten lassen. Wellness ist ja eigentlich was anderes. So. Gott, die Hacke ist gleich kaputt, ne? Ich traue mich nicht, gleich nicht mehr mit der weiterzumachen. Dann gehen wir nach oben und machen was anderes. Hier ist noch Eisen. Das nehmen wir noch mit. Das machen wir auch wieder zu. Oh, das war der Boden, ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Und gucken hier mal. Dann fangen wir hier an. Ja. Warum ist denn hier so weit bis nach draußen? Ah, das ist dunkel. Verdammt! Das ist aber auch mit diesem... In diesem Keller hat man keinerlei Zeitgefühl. Ich hoffe, wir können jetzt überhaupt noch schlafen. Oh, im Moment sieht es so ruhig aus. Oh, geschafft. Da hinten brennt... Auf dem Dach! Die Schweine. Auf dem Dach. Was wollte ich denn jetzt überhaupt, als ich festgestellt habe? Ah, genau, Fenster. Genau, Fenster. Das ist ja noch gar nicht aufgemacht wieder. So, und dann hier noch eins. So. Glasscheiben habe ich natürlich jetzt wieder nicht dabei. Hallo, jemand zu Hause? Nein, das ist gut. Passt ein großes, da passen nur zwei kleine. Hm, war das so? Ja. Hier passt ein großes. Hier passt ein großes. Warum ist das anders, das Zimmer? Warum ist denn das hier eins breiter? Das ist ja blöd. Ja, da überlege ich mir gleich irgendwas. Fangen wir mit dem Zimmer an. Nehmen wir die Erde jetzt erstmal raus. Huch, dass wir hier einen Boden reinkriegen. Und da natürlich auch. Das müssten wir eigentlich im ganzen unteren Stockwerk machen, den ganzen Boden raus. Also auch den ganzen Flur entlang. Das muss auch noch gemacht werden. Nach und nach, das können wir eigentlich gleich mal so auf den Weg machen. Ne? Ja, machen wir einfach so. Auf dem Weg da hinten hin. Ui. Ja, na, das, eine Weile dauern, bis das ganze Hotel dann erdefrei ist. So, da sind wir wieder draußen. Die Erde gleich auspacken. Ja, dann würde ich mir jetzt als erstes mal das Birkenholz schnappen und wir machen den Flur in den Stückchen.
ein Stückchen den Flur. Und wir machen dann beim nächsten Mal, fangen wir dann mit den Zimmern an, machen den Keller weiter. Denn ich würde jetzt gleich erstmal eine Aufnahmepause machen, bis dahin schaffen wir die Zimmer gar nicht. Und da so mittendrin aufhören möchte ich eigentlich nicht. Machen wir hier das Stückchen Flur. Hier muss unbedingt wieder Licht hin, hier auf die Treppe auch. So. Also ich habe das in meiner Testwelt, was ja eigentlich nur eine Kopie dieser Karte ist, habe ich Probleme, dass mir die Monster hier in dem Hotel, das ist ja eigentlich im Prinzip genau das gleiche, nur ein bisschen mehr ausgeleuchtet, mit Glowstone habe ich das da ausgeleuchtet. Und dort spawnen mir trotzdem Monster drin. Also das ist ganz übel. Bei jedem noch so kleinen Schatten, der irgendwie bleibt, spawnen die mir dort. Deswegen habe ich hier so ein bisschen Angst, dass das irgendwie zu dunkel werden könnte und halt irgend so ein blöder Creeper oder so kommt und uns das kaputt macht. Das wäre schon echt ärgerlich. Aber nicht zu ändern. Wenn, also wenn es so wäre, dann... Ne? Wäre das so, dann müssen wir hier nur ein bisschen mehr Licht reinmachen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber woran das liegt? Keine Ahnung. Vielleicht, weil das so groß ist? Hm. So. Schaufel es hinüber. Ah, ich habe aber noch eine. Dann haben wir ja schon mal ein Stückchen vom Boden gemacht. Das haben wir dann schon beim nächsten Mal nicht mehr. So. Ich höre einen Zombie. Also oben kann das auf jeden Fall sein, dass die noch spawnen. Denn ich glaube, da habe ich gar nicht so wirklich gut ausgeleuchtet. Obwohl da ja auch schon die eine Suite ist, die ist hell. Ist ja schon eingerichtet, die hat Lisa ja schon eingerichtet. Wir können dann demnächst auch ganz oben die Suite einrichten. Ich würde allerdings ganz gerne erstmal hier so ein bisschen fertig machen. Also, dass zumindest der Eingangsbereich hier ordentlich aussieht. Und vielleicht schon mal das ein oder andere Zimmer, damit ihr dann nochmal eine genauere Vorstellung kriegt, wie das Ganze am Ende aussehen wird. Denn das ist ja nun schon ein recht großes Projekt, was relativ lange dauert. Was mir auch immer so ein bisschen leid tut, dass es so ewig dauert. Und dass ich dann immer zwischendrin an was anderes gehe, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen. Ich immer, Mensch, eigentlich sollte es da im Hotel weitermachen. Denn das ist ja so ein Riesenprojekt, du wirst nie fertig damit. Aber andererseits denke ich immer, das kannst du den Leuten auch nicht antun. Das ist immer alles so langweilig und eintönig, wenn du nur eine Sache machst. Und dann fange ich immer andere Gebäude an und... Ja, und dann kriegen wir die auch nicht fertig. Das ist ganz, ganz schlimm, ich weiß, aber ich bin so, ja, so hoch motiviert irgendwie und möchte so viel bauen. Und ja, würde am liebsten 20 Gebäude auf einmal bauen. Also alleine jetzt momentan habe ich, glaube ich, so um die 10 Gebäude in Planung. Ja, dürften so im Endeffekt vielleicht 10 Gebäude sein. Jetzt nicht alle die mega aufwendigen Dinger, sondern auch durchaus sowas wie jetzt heute eben der Zauberladen. Geh weg. Was halt dann auch mal schnell geht, ne? Also es ist nicht alles jetzt ein Hotel.
aber durchaus Sachen dabei, die auch schon recht groß sind und ja, auch relativ viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Und da weiß ich immer nicht so genau, wie ich das dann noch unterbringen soll. Oder wie wir das parallel machen können. Immer noch, ja. Bin ich immer noch so am Suchen, so den richtigen Weg zu finden. So. Also das nächste Mal gehen wir auf jeden Fall nochmal ans Hotel. Denn wie gesagt, da haben wir einen Besucher. Zum Suite einrichten. Und da sind wir natürlich hier im Hotel mit dabei. Dann hinterher auch zum Suite angucken, damit wir dann ganz schnell da sind und gucken können. Bleiben wir natürlich hier. Und ja, dann mal schauen, was wir hier schaffen. Und dann möchte ich eigentlich schon wieder an die nochmal an die Wohnhäuser gehen, also an den Wohnblock gehen, den wir da gebaut haben. Also das Ding, was man jetzt hier so sieht, das unfertige Ding da. Und würde da ganz gerne nochmal weitermachen. Dass das auch fertig wird. Das ist jetzt eigentlich so, ja, die nahe Zukunftsplanung sieht so aus. Das Hotel soll fertig werden. Zumindest ein großes Stück weit. Und der Wohnblock soll fertig werden. Und das Lagerhaus muss fertig werden. Also das soll umgebaut werden. Ja, Apartments reinmachen. Das hätte ich dann auch ganz gerne wieder fertig. Und dann fangen wir was Neues an. So habe ich mir das jetzt gedacht. Und ich hoffe, ich halte das durch und fange nicht vorher schon wieder was Neues an. Jetzt müsst ihr mir einfach mal auf die Finger klopfen und sagen, nee, du wolltest das fertig machen. So. Das haben wir dann hier. Da haben wir fast den ersten Stock, den Flur, schon fertig, ne? Und das Schöne ist oben... Ich habe jetzt nicht meine Spitzhacke kaputt gemacht. Nein, nein. Oh, das ist schon wieder dunkel. Ich habe schon gedacht, ich hätte jetzt meine gute, verzauberte Spitzhacke kaputt gemacht. Hatte ich schon Angst. So, jetzt schlafen wir nochmal. Gut. Und dann würde ich jetzt gleich... Also das Stückchen Flur machen wir jetzt noch fertig. Das lohnt sich jetzt ja nicht, das liegen zu lassen. Da muss auch unbedingt noch Dings... Eingang jetzt noch fertig gemacht werden dann auch. So, das machen wir noch. Das Stückchen hier, das ist ja nun wirklich nicht mehr viel. Fenster habe ich hier auch schon drin. Sehr schön. Okay. Wow, das Holz geht schnell weg. Also es wird uns definitiv nicht reichen, was wir hier haben. Müssen wir auch nochmal Holz besorgen. So. Zack. Und zack. Und die andere Seite müssen wir ja auch noch machen. Ach, die habe ich verdrängt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich war jetzt immer nur in den einen Flügel da unterwegs. Dass ich an den anderen so gar nicht mehr gedacht habe. Also hier wird auch fast alles mit dem Holz ausgelegt. Aber nicht komplett. Aber einmal komplett durch hier auf jeden Fall.
Klack. Nein, die nicht. Die versuchen wir gleich nochmal zu reparieren. Also das werde ich jetzt einfach mal probieren, ob das geht mit mit einem Eisen. Wahrscheinlich geht das nicht mit einem Eisenbarren, sondern mit einem Eisenblock. Das wäre aber teuer. Das wäre dann richtig teuer. Also ich nehme mal einen Eisenbarren an. Also bei einer Diamantspitzhacke ein Diamant ist, ist doch logisch. Wenn es bei einer Eisenhacke ein Barren Eisen ist. Ich bin sehr gespannt. So, mal Licht hier lassen. Okay, die andere Seite machen wir dann beim nächsten Mal. Platz haben wir hier genug. Die Scheiben nehme ich mit. Das nehme ich auch alles mit. Das können wir mal hier lassen. Erde und so. Ach, hier haben wir noch. Aber auch nicht mehr allzu viel, ne? Da können wir ruhig noch ein bisschen was machen. Na, lauf doch mal schneller. So, Erde bleibt hier. Können wir eigentlich jetzt gleich nochmal machen. So. Also irgendwie... Huch, hatte ich das anders geplant? Hm. Ja, muss ich nochmal nachgucken. Sieht jetzt irgendwie blöd aus. Hm, da habe ich Eisen, nehmen wir mit. Und die Schere nehmen wir mit. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz zu den Schafen einmal durch und reparieren noch. Fällen vielleicht noch ein, zwei Bäume. Mal gucken. So ein bisschen Ressourcenfarm. Den kleinen Berg hier wollten wir ja auch noch weggemacht haben. Das Ding muss auch weg. Das muss dann jetzt auch demnächst unbedingt weg. Die Schafe müssen dann auch bald weg. Ach genau, Schafe. Apropos Schafe. Ich habe heute, war ich auf Versuche, ich habe gegoogelt, wie eine blöde, stundenlang. Und habe nach einer Lösung für eine Schaffarm, beziehungsweise eine Wollfarm, Wollfabrik gesucht. Also da gibt es ja so gar nichts, ne? Also ich muss sagen, so die einzigste Möglichkeit, Schafe von ihrer Wolle zu befreien, ist mit der Schere durchzulaufen, ne? Durch ein Gehege. Alles andere ist so ein bisschen blöd und uneffektiv. Also ich hatte euch ja mal von dieser Variante erzählt, mit den Minecarts, wo man dann einfach umzufährt um die Schafe. Das finde ich noch mit die beste und schnellste Lösung, die ich so gefunden und gesehen habe. Allerdings ist das schon sehr platzaufwendig und ich möchte die Schafe gerne nach Farben trennen können. Und momentan bin ich da so ein bisschen ratlos. So ein ganz bisschen. Also wenn ihr da Ideen habt, irgendwas gesehen habt oder so, dann ja. Mich sehr freuen, wenn ihr mir da Bescheid sagen könntet, dass ich da vielleicht eine Lösung für finde. Denn die müssen in naher Zukunft hier weg. Und ich fände es blöd, wenn wir da nicht gleich Nachschub kriegen könnten. So. Denn die einzigste Möglichkeit, das irgendwie zu automatisieren, ist, die Schafe zu töten. Aber dann hat man das irgendwie wie bei den Kühen. Man füttert, 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 tötet einmal und füttert wieder tagelang irgendwie. Das ist schon, ja, finde ich, nicht die effektivste Lösung. Dann ist es schon schneller und einfacher, durch die Masse zu rennen. Sonst muss man sich halt einfach, ja, kleinere Gehege machen, eine Farbe rein und, ja, gut dann, ne? Wenn es gar nicht anders geht, würde ich das dann so machen. Die auf jeden Fall nach Farben sortiert werden. Denn die fressen sich ja eigentlich auch relativ schnell wieder was an. Und wenn man dann immer mal durchgeht durch alle Gehege, hat man ja meistens auch alle Farben dann zusammen. Na, das hat sich doch jetzt gelohnt. So. Ach genau, was noch war, der Dumbly.
hatten mir ja erzählt oder beziehungsweise geschrieben, in einem Kommentar bei meinem Ocean Block Let's Play, dass die Schafe über den Zaun springen. Also irgendwie kommen die immer über den Zaun. Ich wundere mich ja nun schon die ganze Zeit, dass die mir da immer auf dem Meer rumschwimmen und immer irgendwie verschwinden. Aber warum machen die das hier nicht? Hier ist ja nichts anderes. Also hier ist ja auch Zaun. Ein ganz normaler Zaun. Und hier springen sie ja nicht rüber. Also, weiß ich nicht. Also ich habe heute beim Opa Zeron gesehen, er war bei seinen Schafen. Wo ist denn jetzt hier die Tür? Lass mich doch mal hier raus. Und er hat nämlich einen Graben da oben zugemacht, dass sie eben nicht darüber kommen, dass es zwei hoch war. Und ja, ich frage mich, habe ich nur Glück, dass sie da sind? Oder ist das irgendwie ein Bug, dass die bei mir nicht verschwinden? Was wollte ich jetzt eigentlich? Achso, wir wollten ja reparieren gehen. Mal gucken. So, zack. Oh. Die Erfahrungskosten, Level 16 Level. Nur um die zu reparieren. Okay, Leute, das ist doch wirklich teuer, oder nicht? Oder ist das billig? Da müsst ihr mich mal aufklären. Da habe ich keine Ahnung von. Ich kenne mich mit Verzaubern und Reparieren und so nicht aus. Das habe ich ja nun noch nie gemacht und mich da zwar versucht zu belesen, allerdings ist dieses Thema Verzaubern und so ja schon sehr, ja, sehr wenig irgendwie, was man da erfährt. Ja, gut. Dann, hallo Flöckchen. Dann würde ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Eventuell bis zur nächsten Aufnahme tue ich mich mal wieder an den Berg vergreifen und räume dann noch mal ein bisschen was weg, dass wir da hinten Platz bekommen. Das, ja, weiß ich aber noch nicht ganz genau. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn, ciao.